Herzlich willkommen, meine lieben Dudes und Dudin, zu einer neuen Folge, zu einer Aufnahmesession hier bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt mal ein bisschen mehr am Stück auf und schneide das dann so ein bisschen auseinander. Und wir haben aktuell ja es geschafft, von dem Plateau runterzukommen. Ich finde jetzt die Höhe nicht so extrem. Auf dem Plateau gibt es höhere Berge. Aber na gut, machen wir das einfach mal und schauen uns hier mal ein bisschen um. Ich will mal ganz kurz hier in den Wald, weil ich einfach die Hoffnung habe, nochmal eine neue Axt oder sowas zu finden. Oh. Oh, der gefällt mir nicht. Der sieht stark aus. Wir sind ja endlich hier unten runter, ne? Oh, hallo. Keine Waffe? Muss ich mir mal eine Waffe rausnehmen? Ich nehme mal hier die Reiselanze. Sehr gut. Das läuft doch. Schnell mitgenommen. Sind die stark, die Burschen da? Wenn ich den da so sehe. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Muss er mal eine Bombe kriegen. Wow. Yo, Josen. Wow. Ein Moblinhauer. Uiuiui. Nehme ich nochmal einen mit. Also die Moblins, die sind schon heftig stark. Und die Waffe, eine Mobkeule. Die wird wahrscheinlich sehr schwer sein. Oh, es geht, es geht. Ist das ein Fuchs? Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Hier sind aber noch ein paar mehr Moblins. Die gefallen mir nicht so sehr. Mit denen möchte ich eigentlich ungern kämpfen, weil die sehr stark sind. Ja, wir gucken uns mal ein bisschen um. Hier liegen Sachen herum. Eine Eichel. Und jetzt haben die mich gesehen. Oh, der hat eine Axt fallen lassen. Hehe, Holzfäller-Axt. So, mal gucken. Soll der nächste mal ankommen? Okay, ich habe den Baum mit weggesprengt. Au, 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 au. Irgendwas wegwerfen. Und zwar den Kram. Ah, es kam nicht ganz an. Nehmen wir die Axt aber auch mit. Schön die Pfeile. Und einen Bogen vielleicht auswählen. Hallo. Danke. Ein Reisebogen. Leider ist meine Tasche da voll. Und den haben wir da auch weggesnappt. Sehr schön. Nochmal ein paar Pfeile. So, also mal hier hochgeklettert. Mal einen kleinen Überblick über die ganze Situation hier, ne? Ah, Moin Hand. So, was haben wir denn hier? Verrostetes Schwert. Verrostete helle Barde. Oh, ein verrosteter Schild. Ein Wurfspeer. Der kann sich gar nicht hier entscheiden, was man alles nehmen soll. Weil einfach so viele Sachen hier rumliegen. Holzpfeile, sehr schön. Dann habe ich mal wieder ein paar.
Aber wenn hier so viel Zeug rumliegt, dann werde ich mal ganz kurz ausmisten. Also, ich brauche zum Beispiel nicht unbedingt den Bogen. Sortieren mit Y. Ah, okay. Wonach sortiert er das? Weiß ich nicht. Gut, da kann der Topfdeckel auf jeden Fall weg. Wie mache ich den denn weg? Da. Reiseschild, das Ding. Ich weiß nicht, wie man den wegschmeißt. Würde den auf jeden Fall gerne mitnehmen. Betrachten. Mit rechten Stick rein. Ja. Das Schwert hätte ich gerne mitgenommen. Rostiger Zweihänder. Auch da fehlen mir die Items. Oh. Ups. Da habe ich den Burschen nochmal einen erledigt. Einen schleimigen Gelee-Typen. So, dich wollte ich ja eigentlich behalten. Ich mach's immer wieder. So, irgendwas, was ich wegwerfen kann. Eine Fackel, würde ich sagen, hau ich mal weg. So, dieses Schild. Ich weiß nicht, wie ich... Oh, zünden. So, weil da was liegt. Ja... Würde das gerne loswerden. Was kann ich denn da drücken dafür? Ups. Ja, das Schild kann ich leider... Ah doch. Verrostetes Schwert. Nee, das wollte ich nicht unbedingt haben. Was war denn noch? Eine verrostete helle Barde. Ah, die gehen auch so schnell kaputt, ne? Ja, okay. Warum nicht? Ich guck mich nochmal ganz kurz um. Hier waren noch ein paar... Ein Topfdeckel, den will ich nicht. Eine Holzkelle. Sachen, die wir bisher noch nicht hier gefunden haben. Eine Rute, nein. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich jetzt wenigstens eine Axt wieder gefunden habe. So. Sehr schön. Also erst einmal hier alles in Ruhe inspiziert. Und dann mal weiter Richtung Kakariko. Okay. Oh! Haben die mitgekriegt? Die haben mich gesehen. Ich werde mich mal langsam auf den Weg Richtung Kakariko machen. Pilze. Ah, hier die Glühwürmchen. Kann ich die mitnehmen? Die kann man doch bestimmt fangen, oder? So, den kriegen wir weg. Hier draußen, was laufen denn so Sachen hier herum? Da sind ein paar... Goblins und so ein Kram. Ah, hier ist einiges los, ne? Uiuiui, sehr viel Schleim. Ich weiß nicht, was man damit machen kann. Wahrscheinlich irgendwas verkochen oder so. Hier sind echt einige Ruinen. So, sehr schön. Damit kann ich auf jeden Fall kein Holz cutten. Mal gucken, wie weit bin ich denn jetzt weg auf L, ne? Oh, das ist aber noch ein ganzes Stück nach Kakariko, oder wie? Dann wäre es noch ganz gut, wenn wir hier irgendwie vielleicht irgendwie Möglichkeit haben, schneller hier uns fortzubewegen.
Östliche Stallruinen. Oh, Ställe. Oh, shit. Oh. Da muss ich schnell... Ich kann... Krieg das mit dem Ausweichen nicht mehr hin. Da muss ich jetzt weg. Ich bin gleich tot, Freunde. Ich habe nur gehofft, hier einen Stall, vielleicht ein Pferd oder so zu finden. Wow. Und war das ein Turm, den ich da übersehen habe? War da ein Turm? Und da ist noch ein Tempel. Okay, ich gehe, glaube ich, mal... Also was mir noch nicht so ganz klar wird... Das hier. Warum das mit dem im Kampf nicht so richtig funktioniert. Naja. Guck mal, da oben. Ist das einer... Das ist doch... Guck mal, scharfes Essen, okay. Nee, ich wollte eigentlich hier hingucken. Habe ich da einen Turm übersehen? Ja, ich habe den übersehen. Oh, oh. Oh, Entschuldigung, Hundi. Untersuchen wir mal die Ruine, ne? Wenn die schon da ist. Da war ein Turm. Wenn ich den raufgegangen wäre, hätte ich vielleicht das gesamte Gebiet nochmal untersuchen können oder so. Mal sehen, was wir hier finden, die Ruine. Soll ja sehr viele Ruinen geben. Aber wahrscheinlich sind hier dann nochmal irgendwie ja, mehr Ruinen mit Gegnern oder so. Mal sehen, ob ich das hier überlebe. Eine Fee oder sowas könnte ich gebrauchen. Das wäre ganz gut. Neue Informationen, neue Daten hier? Nee. Keine Daten. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Vashi Ryaku. Der Name der Göttin soll zu geprüft werden. Wind. Nein. Vielleicht kann ich darüber fliegen. Dafür müsste ich aber Doppel-X drücken, ne? Okay, das hat geklappt. Bernstein. Schon wieder. Davon haben wir schon sehr viel gefunden vom Bernstein. Da können wir rüberfliegen. Die andere Seite, aber da könnte es auch eng werden. Ist da eine Treppe? Also wenn wir hier runterfallen, sind wir tot, natürlich. Und da geht's wieder zurück. Okay, naja, dann... Dann mal los, ne? Muss mich immer so ein bisschen umschauen. Hier geht's hoch, um wieder zurückzukommen. Okay, hier geht's auch runter. Aber um was zu machen? Kriege ich das? Nee. Ich
mal Magneto. Ob wir den vielleicht mit einem Magnet kriegen. Oh, ne, das geht nicht. Also Magneto geht hier nicht. Irgendwie anders. Seht ihr vielleicht irgendwo ein metallendes Objekt, was man da rüberlegen kann? So direkt habe ich es jetzt nicht wahrgenommen. Ein Stein, den man hier irgendwie zum Zeitanhalten nutzen kann oder so, sehe ich auch nicht. Ist einfach nur rüberfliegen angesagt, ne? Wow! Er hat den Parasegel nicht gemacht. Ciao. Er ist einfach nur runtergefallen. Ja, okay. Schade. Erneut versuchen. Ah, dafür haben wir jetzt wenigstens wieder volle HP. Vermutlich starte ich wieder am Anfang des ganzen Dungeons. Naja. Volle HP wenigstens. Aber die Kiste hab ich. Das ist nett. Vom Winde verweht. Das war ein bisschen merkwürdig, dass er den da so nicht gemacht hat, ne? Oh oh. Ciao. Warum tut es mir das an? Oh. Nur ein Herz verloren. Ach so. Na, geht doch. Also irgendwas war da komisch. Oh, geschafft. Ich kann wahrscheinlich da einfach rüber segeln von hier. Gehen wir mal hier ganz kurz hin. Hallo. Schläfst du? Bist du da? Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Würde ich auch sagen. Im Namen der Göttin Hylia vielleicht dir ein Zeichen der Bewährung. Sehr schön. So muss das sein. Endlich. 4 Stück wieder für ein weiteres Herz. Und dann gucken wir mal. Wahrscheinlich können wir jetzt auch, müssen wir nicht extra raus dafür. Damit ist mein Dienst erfüllt, möge die Göttin dir beistehen. Also, wenn nicht rausteleportiert, sondern müssen selbst rausgehen. Bei den anderen war es ja so, da wurde man, wenn man bei dem Typen hier war, direkt rausteleportiert. Aber ich glaube, diesmal ist es doch der Fall. Schade. Ich glaube, ich gehe aber nochmal rein. Weil die eine Kiste wollte ich doch nochmal ganz gerne kriegen. Also, bevor man irgendwas macht, erst die Kiste holen. Und warte mal. Mobkeule, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Mal gucken. Schaut mal hier. Oh, Mobkeule zerbricht gleich. Feuerstein. Ah. Bernstein erhalten und Feuerstein. So, da ist doch dieser blaue Dings. Wie weit ist der denn entfernt? Nehmen mal. Der ist auch kurz vom Kaputtgehen. Oh oh, Fledermäuse. Greifen die mich an? Oh. Das ist aber eine Menge. Wow. Nee, das. Jetzt sehe ich es auch. Der Turm ist da. Ha. Jetzt mal ganz genau geguckt. Der Turm ist oben drauf. Und da vorne kann ich hochklettern mit genügend Energie. Wollen wir das mal probieren? Könnte doch eventuell klappen. So.
sollte eigentlich machbar sein. Er kann ja auch, er ist echt Spidey, ne? Spider-Man 2.0. Mal sehen, ob er da dran weiter hochklettern kann oder runterfällt. Halt dich gut fest. Oh. Geschafft. Und von hier oben kann ich ja weiterfliegen. Das finde ich sehr gut. Ein Saphir. Okay. Hohe Preise gibt es dafür. So, sehe ich hier irgendwo vielleicht Pferde, wenn das hier die Pferde-Dingsbums war. Also von hier oben habe ich auf jeden Fall einen guten Ausblick. Guck mal, da hinten ist doch ein Turm und hier vorne habe ich... den übersehen oder was? Da hinten sehe ich auch Türme, aber der ist blau. Da oben ist ein Turm. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, Kakariko muss ja da in die Richtung liegen, ne? Und da hinten sehe ich auch einen Turm. Das heißt, ich werde mal hier mein Segel machen. Gut, das hat gereicht. Und von hier oben dann einmal. Dann darüber. Ins Wasser hoffe ich nicht, aber hier sind Erze, das ist immer gut. Die werde ich dann gleich mal mitnehmen, die Erze. Zumindest drei Erze sehe ich hier, drei Erzadern. Ups. Ich verwechsel immer noch Schlag und so weiter. Steinsalz. Wird aus dem Blauen vielleicht Mana-Tränke gemacht? Weiß es nicht. Aber könnte gut möglich sein. Opal. Der sollte ja auch nicht so schnell kaputt gehen, hoffe ich. So. Also den hätten wir geklärt, der ist blau. Hinten ist noch ein Tempel. Oder ein Schrein. Dann sind die Goblins, da wäre wieder ein Lagerfeuer. Seht ihr das? Ach, Vögelchens, okay. Gut, wie weit bin ich denn jetzt entfernt noch? Uiuiui, also einiges. Da sind auch... Na ihr? Schon ein bisschen mies. Na? Bist du in Angriffsmodus? Nö, komisch. So. Sieht doch schick aus. Da ist ein Frosch. Ein komischer Bogen. Und eine Kiste. Wir haben immer noch keine Angel, ne? Wir wollen eine Angel. Ein Opal. Ja gut, haben wir nicht schon einiges davon. Ist das kalt? Nee, ne? Was ist mit dem Frosch? Er haut ab. Was ist das hier? Ach, die Hauer. Gut, dann einen Wurfspeer möchte ich nicht unbedingt. Gucken wir mal an. Kann ich mal was Schönes kredenzen? Ich würde mal probieren. Schleim aus der... Instabil und kann durch verschiedene Elemente beeinflusst werden. Aha.
Ist die Frage, was kann man denn hier so kochen? Irgendwas, was mir vielleicht ein bisschen Essen gibt. Hyrule-Gras. Damit kann man doch bestimmt was machen. In die Hand. Das hinzu. Auge. Flügel. Und ein wertvolle Medizin. Kannst zusammen mit Insekten. Haben wir Insekten? Nee. Also man erkennt die Herzsachen schon, ne? Warte mal, zurücklegen. Ich nehme all die ganzen Herzsachen in die Hand. Ja. Zurücklegen noch einmal. Also, in die Hand. Davon ein. Und am meisten bringt das Hyrule-Gras. Und dann koche ich das einfach mal. Mal sehen, was dabei rumkommt. Also ich habe da irgendwas Komisches jetzt hier zusammengepfiffen. Dampfpilze. Gesundes Gericht, bei dem Pilze im duftenden Blatt eines Wildkrauts gedämpft werden. Und das gibt 5 Herzen zurück. Das ist ganz gut. Dann machen wir... In die Hand. Und... Ja. Mal gucken, was passiert mit dem Gelee. Ich habe das Gelee halt noch nicht probiert. Vielleicht kann es das irgendwie besonders machen. Oh. Dubiose Matsche. Scheint nicht giftig zu sein, aber der Anblick ist dicht für Zartbeseitete. Ja, okay. Dann warten wir einfach mal bis morgens. Es ist gerade morgens, wenn ich gerade das richtig gesehen habe. 8.30 Uhr, ich warte lieber bis 5. Wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben zum Ankommen. So. Okay. Andere Rezepte müssen wir noch herausfinden. Stachelbockschild. Oh. Aber ist voll. Ja, ich weiß nicht, wie ich meine Schilder loswerde. Meine Schilde. Gucken wir mal. Ah, so geht das. Wegwerfen. Gut. Dann mal weiter in diese Richtung. Da hinten sind wieder weiter Aussichtsplattformen. Da sind diese komischen Dinger. Und ich will mal auf den Turm da hinten. Weil der ist ja hier irgendwie so auf dem Weg. Wenn ich hier irgendwo noch ein Pferdchen finden könnte, wäre das auch toll. Sind da ein paar Goblins? Ja, und da gibt es auch eine Kiste. Pass mal auf. Ich wähle mal einen anderen Bogen aus, und zwar den guten Soldatenbogen. Und schleife mich mal da an. Lass mal erstmal den Aussichtstypen da wegmachen. Der muss mich ja nicht unbedingt mitbekommen. Dann haben wir da noch was zum Futtern und wir haben eine interessante Kiste. Ich habe mal so einen Trailer gesehen oder so ein Gameplay. Da war das so. Da hat man durch diese Kiste oder durch das Besiegen der Gegner was aus der Kiste bekommen. Okay. Versuch mich näher ran zu schleichen. Ganz vorsichtig. Ich habe hier noch ein paar Stahldinger. Ich zur Not auch noch einsetzen kann. Ach, die Armen, ne? Eigentlich sind die ja ganz nett, wenn man sich die so anguckt. Okay. Das hätten wir geschafft. Und da ist die Kiste. Zack. Offen. Ding, ding, ding. Das ist das Signal gewesen. Wir haben es geschafft. So, den Bockstock brauche ich nicht. Hier hat irgendwas noch geglitzert. Oder war das nichts? Nö, war nichts. Und noch irgendwas. Goblin Herz. Eine sehr seltene Zutat
die du nach dem Besiegen von eines Boglins erhalten hast. Es pocht noch und noch sachte vor sich hin, ob es wohl für irgendwas gut ist. Naja, wer weiß.